Aber der nächste ist auch schon fast da. Gut, Skills. Weitere vier werden wieder einmal hier voll machen, hier voll machen, hier voll machen, hier voll macht. Hier ein bisschen da, 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 da. Und dann sind wir auch schon wieder aus an Skillpunkten. Wir werden einmal speichern. Speicher, Speicher, Speicher. Und gehen noch wieder dann mal das nächste Level an. Gut, 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 gut. Hier will ich einen Turm hinbauen. Und los geht das. Lieber da. So, hier. Und ein bisschen Mana-Pool betätigen. Also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass sich Grinden lohnt. Auch wenn es doch etwas langweilig, monoton und eintönig ist, was das gleiche ist. Aber es lohnt sich trotzdem, das kann man nicht leugnen. Erst 8, genau. Dann hier ein weiterer Grad 9 Stein. Und du gehst dahin, hast du mehr Fläche. Und du wirst wieder verbessert. Und dann stellen wir hier noch ein paar Steine hin. Level 4 ist dafür eine gute Alternative aus Mana-Kosten und wie sagt man, Stärke. Ja, es könnte auch mit dem Glowing Framescore hinhauen. Und da kommen wieder Runners. Geschwindigkeit 2. Was haben denn normale so? Geschwindigkeit 0,8. Okay. Hier ein bisschen. Und ihr beide. Und dann wieder mal ein paar Wellen holen. Einen roten. Und jetzt wird's lustig. So. Du bist 6, genau. So. Und so. Und da fehlt uns ein Level 6 Stein. Das wäre dann 7. Das wäre dann 8. Ah, okay. Wir kriegen wohl noch keinen Grad 10 hin. Nicht in diesem Level. Nun gut. Aber wir werden es schon noch irgendwann schaffen. Oh, Grad 6 rot. Und so. 8 und 9. Ein schönes Team. Dann hier noch. Und du darfst auch noch kommen. Clawing Framescore kann erreicht werden
Muss aber nicht. Mit Amuletten, eventuell. Wir probieren es auf jeden Fall. Hopp, hopp. Na, na. Ach so, geht gar nicht. Und. Na und. Ja, doch, Glowing Flame Score sollte erreicht werden. Ja, und der Level Up. Ui, 4 Level freigeschaltet. Okay. Und der nächste Level Up steht auch schon quasi direkt vor der Haustür. Mal wieder resetten wir. Hauen unsere ganzen Skillpunkte raus. Und wir geben uns an das oder das. Oh, das gefällt mir ja von den Steinen. Das gefällt mir. Von den Türmen, die da drauf sind, nicht so richtig. Aber nun gut. Und dann holen wir schon mal wieder die ersten paar Wellen. Und kombinieren hier wieder fröhlich weiter. Ja, 7. 7, 8, 9. Und hier lieber noch zur Sicherheit welche hinstellen. Auch wenn sie relativ wenig Schaden machen, aber wie sagen manche Leute, Kleinvieh macht auch Mist. Können wir eigentlich auch den da hinstellen? Oder auch lieber dort oben? Und es wird Zeit für weitere Wellen. Dann kann der auch dahin. Was hat denn der für eine Reichweite? Junge, Junge. Grün-Rot. Ja. Macht ordentlich Schaden. Ui, das scheinen kleine Runners zu sein. Was ihnen aber auch nicht wirklich viel bringt. So, ihr beide. Und du dürft auch noch kommen. Und du auch noch. So. Dann du. Und dann, so, und der ist 9, okay. 32 Wellen insgesamt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir werden keinen Grad 10 schaffen. Oh. Ah, okay. Das war ein bisschen knapp. Wir werden mal hier ein paar Wasserfelder hinbauen. Das hat sich doch gelohnt. Da darf auch noch einer hin. So, da, gut.
Na, mit dem Boss warte ich lieber noch kurz, bis die Runners weg sind. So, jetzt. Und wieder Amulette besorgen. 21. Okay. Damit ist das Level auch geschafft. Und wieder ein Level up. Leider ohne Glowing Frame Score. Wir verteilen noch einmal die Skills neu. Und zwar hier nach ganz oben, hier nach ganz oben, hier nach ganz oben und hier nach ganz oben. Dann hier und da und da und da und da und da. Und dann, Leute, speichern wir hier. Und ich muss sagen, diese Aufnahme lief doch wirklich gut. Ja, wenn ich das so betrachte, viel besser als die davor. Nun gut, jetzt sage ich euch, ich spiele jetzt noch eine Sekunde. Da, Mist. Ich spiele jetzt noch eine Runde Skyrim und wünsche euch eine gute Nacht und etwas Gutes zu essen. Man sieht sich.